zurück zu FIFA 19 mit mir im Jahre 85 vom Knallchen Gaming. Sie wissen auf Platz 3 der Tabelle und die großen Bayern kommen ja noch. Wenn wir gegen die gewinnen sollten, dann sieht es schon mal sehr viel besser aus. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen den FC Augsburg und machen da ein paar Punkte. So. Hä? Kurz mit der folgenden Spieler werden aufgrund von Einsätzen für die jeweilige Nationalmannschaft freigeschaltet. Freigestellt. Das ist ja geil. Wir spielen für Deutschland. Wir sind eine Nationalmannschaft. Hui! Jahre 85. Ich wollte dich nur darüber informieren, dass ich dich für die kommenden internationalen Testspiele für den Deutschlandkader ausgewählt habe. Gegen Ägypten und gegen Uruguay. Wir sind gerade noch dabei, mit dem RB Leipzig-Vertreter die genauen Termine festzulegen, um deinen Einsatz für uns auch wirklich zu ermöglichen. Ich freue mich schon darauf, dich als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Welche Spieler für die Startelf vorgesehen sind, werde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Mit freundlichen Grüßen, Trainer. Das ist ja geil. Zumindest sind wir schon mal im Nationalkader. Und das für Testspiele, immerhin. Sehr gut. Yahoo zeigt diese Saison wirklich eine erstaunliche Leistung. Es ist wirklich alles möglich. Da freue ich mich. Der Yahoo freut sich genauso. Und auch fürs Team ist es sehr förderlich. So, und jetzt erstmal gegen den FC Augsburg die nötigen Punkte holen. Hier ist der Yahoo, wenn man hier mal sieht. Also sind wir so gut geworden, dass wir international spielen können mit unserem Deutschland-Team. So, aber wir zeigen erstmal, was wir können. Und spielen gegen Augsburg. Die Flanke. Oh. Geht der Ball jetzt aus. Genau. Wir haben Einwurf. Schussversuch. Oh. Ja, war ein guter Schuss. War ein bisschen hoch, aber war ein Versuch. Abstoß vom Augsburger Keeper. So. Und jetzt ist wieder Ruhe im Spiel. Unser Goalie Alkoholi hat den Ball. Schafft es Jaro? Nein, schafft es nicht, er wurde blockiert. Knapp. Knapp, knapp. Oh, für den Haken gelaufen, geschossen. Aber nix. Sehr egoistisch gedacht, aber was soll er auch anders machen? Was sind jetzt? So sind die miteinander getanzt und es wird gepfiffen. Nein, so nicht. Torwart. Ich weiß gar nicht, wer da drin steht. Ich wollte schon geachtet jetzt. Das werden wir bestimmt nochmal sehen. Warum macht Augsburg so Druck? Schätzt mal wieso. Schätzungsweise nein. Ah. Die Spieler waren auch ganz geschickt. Muss man mal sagen. Wir stehen ziemlich oft vor unserem Tor. Guter Weiterlaufball, Laufpass. Also dort zu schießen, na gut, aber andere Varianten hat man jetzt nicht. Besser so als anders. Ah, oh, schade. Was passen die denn auf da hinten? Das gibt's doch nicht. Oh oh. Uns allerdings nicht. Aber doch. Was macht er denn? Mal eher abgeben. Da ist mehr Raum und so. Hä? Guter Rückpass, wenn es gefährlich war. Nach wie vor 0 zu 0.
nichts passiert. Augsburg im Moment auch irgendwie die bessere Mannschaft. So. Jetzt sind wir mal wieder dran. Jetzt Jahre 85. Mit der Chance. Er schießt. Au. Der Ball ist weg. Gute Chance, aber hat nicht geklappt. Wieder weg, der Ball. Ach, schade. Aber gut, es war mal ein guter Angriff von uns. Hat aber nichts geholfen. Weiterhin 0:0. Und jetzt Augsburg mit dem Treffer. 1:0 für den FC Augsburg. Die auch klar die deutlich bessere Mannschaft sind. Kann man nicht anders sagen. Aber wir haben noch eine Halbzeit, um das alles auszugleichen. Er hat jetzt mehrmals versucht, die Flanke zu schlagen gegen dich. Dann machen wir es eben in der Ecke. Na toll. Hätte die Ecke gar nicht geben brauchen. Naja, egal. Steht 1:0. Wie gesagt, für den FC Augsburg. Jaro steht noch auf dem Platz. Und hätte eigentlich beflügelt sein müssen, dass er im Nationalkader steht. Aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Einwurf. Nicht für uns. Jetzt wieder. So, aber jetzt muss hier was kommen. Ach. Die Augsburger stehen aber überall. Gut gemacht. 2:0 für Augsburg. Einfach so die Flanke geschlagen. Tor hält. Und der Nachschuss. Rein. Schade, schade. Das hätte ich nur gar nicht gedacht, dass gerade Augsburg so aufspielt. Gegen Dortmund haben wir letztes Mal ja 2:0 gewonnen. Aber gut. Passiert. Jetzt sind wir gerade wieder mal im Angriff vor der Zeit. Schuss von Jaro und wieder der Torwart hält. Der Torwart ist wie eine Mauer. Guter Kopfball wieder von Jaro. Nächste Ecke. Wieder von Jaro, aber nichts. Schon wieder nicht. Alter, was ist das für ein Torwart? Das gibt's doch nicht. Oh, Latte, toll. Diesmal war es nicht Jaro. Oh, guter Versuch. Schade. Ne, gegen den Augsburger Torwart ist heute kein Durchkommen. Bei der Abwehr wollen sie so richtig. Und schon ist Augsburg wieder im Angriff. Das geht ja schnell. Oh, Müller hält. Schießt den Ball schnell nach vorne. Und der Ball ist weg. Es wird gewechselt bei uns auf dem Platz. Aber Jaro darf in letzter Zeit sehr häufig bis zum Schluss spielen. Das zeigt, dass er eine gute Leistung zeigt. Zeigt, zeigt, zeigt.
Oh, knapp. Aber jetzt haben wir noch einen Einwurf. Vielleicht schießen wir wenigstens einen Ehrentreffer. Ja, so nicht. Wie eine Banane an der Seitenlinie vorbeigeschossen oder langgeschossen. Gegen Augsburg. Wer hätte jetzt okay noch gedacht? Ich glaube, Augsburg hat wahrscheinlich einen guten Tag jetzt gehabt. Und da fällt sogar noch das 3:0. Ein klarer Sieg. Und eine klare Niederlage für uns. Das gehört irgendwie dazu. Man kommt aber auch durch die Abwehr nicht durch. Also das haben sie wirklich gut erstellt. Die Augsburger Puppenkiste. Unfassbar. Jaro schießt direkt. Oh! Ein schlechter Versuch. Schon ist er geil aus. Das Spiel kann man dann wahrscheinlich ganz schnell wieder vergessen. Aber auch Niederlagen gehören dazu und machen einen hoffentlich besser. Und da ist das Spiel vorbei. Gott sei Dank, möchte man meinen. Und 3:0 ist schon eine herbe Klatsche. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, heute hat bloß eine Spielbewertung von 7,3 bekommen. Gucken, ob die Tabelle jetzt angezeigt wird. Da wird sie. Und wir sind nach wie vor Platz 3. Hoffenheim und die Bayern haben natürlich gewonnen. Haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Und jetzt wird es langsam wieder interessant. Aber die Saison ist noch lang. Und wir malen uns mal gute Chancen aus. So, bis dahin, bis wir sehen, wie das weitergeht, sage ich Bye-bye und ciao. Bis zur nächsten Folge. Euer Jaro 85. Fortsetzung der durchgeknallten Kneipe folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.